Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und mir gefällt's total gut. Irgendwie hat sich das wieder verselbstständigt und ich habe mir auch mal nochmal andere Farben gekauft und das sind diese Acryl-Studio-Farben von Bösneser Hausmarke und ja, da kann man richtig tolle Sachen machen. Tolle Farbe, gefällt mir sehr. Und ja, ist aus diesem Papier noch etwas übrig geblieben. Da mache ich auch noch mal ein kleines Bild oder vielleicht auch mal Karten. Mal sehen, was ich so da noch draus zaubere. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen, wie dieses Bild entstanden ist. Ja, und ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freue ich mich auch. Also viel Spaß beim Zusehen. So, hier habe ich mir ein Blatt Papier vorbereitet. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist von Bösner, so ein Skizzenblock. Ich glaube 170 Gramm hat der pro Quadratmeter. Jetzt habe ich mir das mit Wasser eingesprüht etwas und sehe einfach mal, was so kommt. Das sind die neuen Farben, sind so Acrylfarben von Bösner und die wollte ich einfach mal ausprobieren, mal gucken, was da überhaupt geht, was man machen kann damit. Und ich finde gar nicht mal so schlecht. Die werde ich auch noch bei den Geldrucken mal ausprobieren und so verschiedene Sachen machen, weil ja, die gefallen mir recht gut, von der Konsistenz her auch. Ihr seht, ich mache einfach. Und sowas finde ich ja total heiß, wenn das so auseinanderläuft. Da muss aber genug Wasser drauf sein. Ihr seht, oben geht es nicht, weil nicht genug Wasser drauf ist. Aber schon der Prozess alleine, ich sprühe jetzt nochmal Wasser drauf. Und ihr seht, wie das dann auseinanderläuft. Das ist doch herrlich. Einfach nur schön. Sowas ist für mich Genuss pur. Und ich denke, den einen oder anderen von euch wird es genauso gehen. Ja, es macht einfach Spaß, dazu zu sehen und abzuwarten, was da so alles passiert mit der Farbe. Die Farbe muss man sehr gut aufschütteln, habe ich festgestellt. Ihr seht, da ist dann doch eine ganze Menge drauf. Das habe ich aber drauf gelassen und einfach mal nur Wasser drüber gemacht. Wie es halt immer ist, wie es immer ist mit den neuen Farben, man muss erstmal ausprobieren, was man so alles machen kann, wie die Konsistenz ist und so weiter und so fort. Und ja, da braucht es etwas Übung. Und wenn man es dann mal so kennt, die Farben, dann kann man es auch noch viel mehr gezielter einsetzen. Ihr seht, ich tropfe da nochmal drauf und das ist ein Metallic Türkis. Ich habe euch jetzt auch das ganze Video in Echtzeit gelassen. Dann seht ihr auch, wie ich mir Zeit lasse. Ich genieße das wirklich, was da so kommt. Lasst es auf mich wirken. Ja, und ihr seht hier nochmal Wasser drauf. Jetzt schwimmt schon alles davon. Aber wisst ihr, ich habe da eine Silikonunterlage und mit der kann man das natürlich wunderbar machen. Und das Blatt ist so nass, dass sich das auch weiter nicht wählt. Natürlich nicht, weil es eben wirklich durchtränkt ist mit Wasser. Und es macht ja auch nichts, wenn da was dann rausläuft oder auf die Matte läuft. Das kann man wunderbar wieder entfernen. Ich warte einfach jetzt, was so alles noch kommt und habe mir jetzt dieses Tool geholt. Das habe ich im Baumarkt gefunden und da sind verschiedene große Zacken drauf und ich finde es einfach toll. Seht ihr, mir ist das dann so eingefallen, man könnte ja das da mal so verziehen und das war eine gute Idee, weil sich dann ja auch die Farben dann ein klein wenig mischen, überlappen und weil es eben Acrylfarben sind,
hat man da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann alles so in Wellen ziehen, wie ihr hier seht. Wir müssen, denke ich mal, nur aufpassen, dass ihr nicht zu viele Farben miteinander vermischt, weil dann wird es nämlich ganz gern so gräulich, abscheulich, braun, tönig. Das wollte ich natürlich nicht und deswegen habe ich mich auf diese Farben einfach beschränkt. Und das reicht auch vollkommen, also mehr braucht es gar nicht. Und ihr seht, wie das jetzt so wirkt. Es ist noch nass. Habe jetzt nur das Licht etwas anders gestellt, dass man das nicht so spiegelt, weil ja doch sehr viel Wasser drauf ist. Und jetzt nehme ich noch etwas Farbe. Also ihr könnt wirklich mit der Farbe toll spielen. Man könnte das zum Beispiel, auch wenn das wirklich durchgetrocknet ist, weil es ja Acrylfarbe ist, richtig durchtrocknen lassen und dann nochmal eine zweite Schicht, andere Farben oder wie auch immer drauf machen. Also da ist eurer Fantasie keine Grenzen, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Macht es, was euch der Augenblick eingibt. Ich mach's nicht anders. Und ich find diese Muster jetzt also gigantisch. Also das macht sich total gut. Ja, hier überlege ich noch, wie weitermachen. Leg mir das andere jetzt weg. So, und ihr seht, es reagiert und es ist jetzt trocken. Und ich habe es trocken geföhnt. Ich konnte nicht warten, ich war so neugierig und jetzt sieht es wieder ganz anders aus wie vorher. Aber das wird sich auch noch ein paar Mal verändern. Und ich habe mir jetzt das Gold for Golden genommen und mache mir jetzt einfach mal Kreise. Das war nur so ein Gefühl vom Bauch raus, irgendwie was mit Kreise möchte ich gern haben. Und die mache ich jetzt einfach. Die müssen auch nicht ganz durchgängig sein. Also ich finde es, wenn sie nicht ganz so akkurat sind, finde ich das immer noch schöner. Das ist hat noch mehr Charme, als wenn alles so gleichmäßig ist. Das ist einfach, ja, sieht es nochmal toller aus. Jetzt ist es ein etwas größerer Kreis. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Nur scharf darf es nicht sein, also es darf nicht das Papier verletzen, da müsst ihr drauf achten, aber ansonsten könnt ihr wirklich so ziemlich alles nehmen. Und das Goldene von Golden, die goldene Farbe, die finde ich halt am besten. Ich habe schon viele ausprobiert, andere sind auch toll, aber das ist doch einfach für mich jetzt so das Beste. Das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, was er meint, das gut ist, das gefällt. Bei mir war es jetzt eben so, dass mir das gefällt und ja, das werde ich weiterhin auch so nutzen. Jetzt noch größere Kreise, es dürfen ruhig unterschiedliche sein. Wie gesagt, wenn es auch unterschiedlich ist, dann ist es nämlich auch, macht es noch viel mehr her. Ist wieder ganz was anderes. So, ich mache mir jetzt das so einigermaßen sauber. Diese Sachen, die nehme ich dann immer wieder mal her. Also sauber machen, wieder auf die Seite stellen oder eben dann eine andere Farbe nehmen. Und dieses Metallic Türkis, also die haben da noch mehr Metallic Farben. Da werde ich jetzt jedes Mal, wenn ich so zum Bösner gehe, mal ein, zwei Farben mitnehmen. Die sind ja relativ teuer, aber die sind toll. Also ich werde da mehr damit machen. Also es macht richtig Lust auf mehr. Und dieses Türkis ist doch toll, oder? Blau, herrlich, toll, einfach schön.
Ich habe da oben nur so einen Tropfen hingemacht von der Farbe und da rolle ich praktisch den Rand damit und ja. Also ich nehme nicht allzu viel Farbe, ich bin da eher der sparsame Typ. Ja, ich finde immer, es ist so schade drum, wenn die Farbe einfach wegtrocknet, eintrocknet und ja, man dann keinen Nutzen mehr hat davon. Naja. Unterm Ringe machen ist mir dann so der Blick auf den unteren großen Ring gefallen. Und da dachte ich mir, naja, ich habe noch goldene Farbe oben. Hier seht ihr, mache ich mal das weg. Und oben habe ich noch von der goldenen Farbe übrig. Warum wegschmeißen oder antrocknen lassen? Da kann man ja noch was verwenden davon. Und ich nehme, wie es immer ist, so das, was da ist, was sich dann ergeben hat in dem Stempeln letztendlich. Also der Pinsel, der ist nicht unbedingt das Wahre. Nehmt da einen besseren Pinsel. Ich habe mich da ganz sehr geplagt. Aber wenn ich dann einmal einen habe, dann mag ich auch keinen anderen mehr hernehmen, sondern denke mir, na, das muss doch mit dem auch gehen. Aber manchmal wäre es doch besser, wenn man einen besseren Pinsel dann nimmt, wenn man schon merkt, hoppla, das funktioniert jetzt nicht so unbedingt so, wie man sich das wünscht. Naja, so ist es eben manchmal. Ich mache es mir manchmal etwas schwerer, als eigentlich sein muss. Aber den Pinsel werde ich jetzt dann irgendwie ja, auf die Seite legen. Es gibt sicherlich noch eine Verwendungsmöglichkeit dafür, aber ja, mal gucken, was sich da so alles dann tut. Irgendwann brauche ich den dann vielleicht auch wieder. Es macht einfach Spaß, so zu spielen, weil was anderes ist es nicht, auszuprobieren und zu sehen, was draus wird. Es ist so meditativ und ihr seht, ich lasse mir da Zeit, ich überlege dann, wo möchte ich noch etwas hinhaben, wie mache ich dann weiter. Natürlich, wenn ihr da dunklere Stellen habt und dann goldene Punkte drauf macht, das allein schon wirkt unheimlich toll, finde ich. Lasst euch von eurem Gefühl leiten. Das sagt euch immer, wo der richtige Bereich ist, wo ihr eure Punkte oder anderen Ornamente reinmacht. Ich habe mir das dann später nochmal angesehen und gedacht, ja, das ist schon das Richtige, der richtige Ausschnitt, der passt wunderbar, den finde ich toll. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, wie es weitergeht. Das kommt dann unterm Malen und dann auch, wenn ich nochmal drüber sehe, wenn es dann richtig durchtrocknet, das dauert ja dann auch noch eine Zeit, wenn ich nicht mit dem Föhn arbeite. Aber selbst mit dem Föhn, wenn man das trocknet, dann dauert es auch noch eine Zeit. Und da hat man die Muße drüber zu sehen und zu gucken, wo fehlt vielleicht noch was. Und hier seht ihr, wie ich mir den Ausschnitt raussuche. Schon das fertig geschnittene Passepartout da oben wäre auch toll. Aber irgendwie bin ich hier hängen geblieben. Das war es dann irgendwie. Und wenn man dann weiß, wie man es haben will,
zeichnet man sich den Bereich an. Ich habe da so einen weißen Stift, den seht ihr gleich. Seht ihr? Kein Bleistift diesmal. Das ist so ein weißer Stift. Da zeichne ich mir das an. Das waren dann letztendlich gute 12 auf 12 cm. Das reicht auch, weil der Bildausschnitt ist 11 cm. Also ist das wunderbar, da hat man dann noch ein bisschen Möglichkeit hin und her zu schieben, nach oben, nach unten, je nachdem wie man es dann haben will. Oder auch das hinten etwas zu drehen, dass der Ausschnitt nochmal etwas anders aussieht. Ich schaue jetzt, wie ihr gerade sehen könnt, ob das auch trocken ist. Nicht, dass ich dann mit einem Lineal drauf gehe und dann verschmiere ich alles. Das wollte ich vermeiden. Hier seht ihr jetzt, ja, es wackelt jetzt wieder. Hier seht ihr den Ausschnitt und ich habe mir den wasserfesten Feinliner genommen. Das ist jetzt der 02er, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und mach da ein paar Sachen, um die Kreise und das Ganze etwas mehr hervorzuheben. Es braucht eigentlich gar nicht viel, aber so viel, dass man es besser erkennt. Und wenn ihr mal daneben kommt oder sonst was, das ist ganz egal, bezieht das ganz einfach mit ein in den Bild, in das Bild. Ihr müsst auch nicht ganz rundum malen, ihr könnt Bereiche auslassen. Je nachdem, wie es euch eben gefällt. Ihr könnt dann so etwas wie Schatten machen, weil ich hier ja auch etwas dicker gemalt habe. Das mutet fast wie ein Schatten dann an. Es bleibt euch überlassen, es ist euer Kunstwerk und eure Malerei. Und da macht ihr einfach das, was euch Spaß macht. Fertig. Und diesmal habe ich den weißen Uniball Signo nicht dazu genommen. Ich habe es noch überlegt, aber das wäre zu viel geworden. So ist es, finde ich, noch feiner und es reicht. Es reicht vollkommen. Es muss gar nicht mehr sein. Und ihr müsst auch keine super akkuraten Striche haben. Ihr könnt es einfach so machen, wie es passt. Und wenn es mal dicker ist, macht es nichts. Und wenn es dünner ist, macht es nichts. Das hat dann so einen Charme, wenn ihr das nicht so exakt macht. Ihr werdet erstaunt sein. Probiert es mal aus. Das ist eine ganz besondere Erfahrung, wie ich finde. Wir werden ja als Kinder schon so auf exakt, das muss exakt sein, getrimmt. Ja, da kann man das eben mal lassen. Darf man das lassen? Darf man einfach das machen, wie man selber will? So, ich lasse euch jetzt etwas zusehen, wie das Ganze weiter noch entsteht. Und ich sage euch was, es hat riesig Spaß gemacht. Ja, also seht etwas zu und genießt genauso, wie ich es genossen habe.
So, jetzt ist es schon fast fertig, wenigstens der Ausschnitt, der Bildausschnitt. Und ihr seht, irre, oder? Was das für eine Wirkung hat. Dann habe ich mir das festgeklebt hinten auf die schon vorbereitete Passepartout und habe mir noch ein paar Kreise jetzt drauf gemacht auf die Passepartout. Und da dachte ich mir noch, naja, soll ich hier jetzt nochmal mit einem wasserfesten Feinliner drüber gehen? Ich habe es dann trocknen gelassen, habe es erstmal trocken werden lassen und dann für mich entschieden, das braucht es nicht. Das wäre zu viel, das reicht vollkommen so. Ich brauche also nicht mehr mit einem Feinliner dran was machen, sondern wenn das so bleibt, dann sieht es leicht aus und schön. Einfach nur toll. Und ihr seht, zack, fertig. Ja, dann habe ich es sehr, sehr gut trocknen lassen. Und ja, ihr seht, ich schaue mir das nochmal an. Hab den wasserfesten Feinliner nebendran und bin am Überlegen. Hier mache ich jetzt noch ja, von der Passepartout die Kanten mit dem Gold. Und dann war es auch schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video in Echtzeit. Und jetzt kommen gleich die Detailansichten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!